Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Get Down. Wir spielen heute einfach mal wieder ein bisschen Get Down und wir reden heute mal über den Kinofilm Bruder vor Luder, den ich mir heute im Kino angeguckt habe. Für die Leute, die wissen wollen, was ich von Star Wars gehalten habe, die können gerne, sehr sehr gerne sogar, bei meinem vorvorletzten Video vorbeischauen, denn da habe ich eine kleine Review dazu. Was heißt eine Review, ne? Ich habe halt einfach so ein bisschen darüber gequatscht, wie ich den Film fand. Ist jetzt auch keine richtige Review gewesen, sondern eine professionelle. Aber guckt auf jeden Fall mal vorbei. Und eine kurze Zusammenfassung kann ich sagen, dass das wirklich ein Top-Film war. Jetzt auf Star Wars bezogen, nicht auf Bruder vor Luder. Denn bei Bruder vor Luder gab es dann doch schon einige Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Und das werde ich euch auf jeden Fall auch sagen. Aber zuallererst, ne, bevor ihr euch denkt, nee, das Geschwafel gebe ich mir nicht und ich schalte ab. Geht nicht ins Kino, wenn ihr hohe Erwartungen an diesen Film habt. Ne? Habt sehr, sehr geringe Erwartungen und oder habt gar keine Erwartungen. Und dann wird euch der Film tatsächlich ein bisschen überraschen, weil dieser Film ist an sich nicht schlecht. Er hat halt einen sehr, sehr kindlichen und dreckigen Humor, aber dieser Film ist echt nicht schlecht. Und wenn ihr euch mal jetzt hineinversetzt, dass das eigentlich teilweise keine großartigen Schauspieler sind, die da mitwirken, sondern dass wirklich in Anführungszeichen Kinder bzw. Jugendliche teilweise auf die Beine gestellt haben hier, die teilweise selber Regie geführt haben, wie die beiden das ja auch gemacht haben, und ich falle einfach durch, statt dass ich auf irgendeinem Block falle, gibt's ja nicht. Ja, also das wirklich erstmal Respekt dafür. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, den ich euch erzählen möchte, und das ist erstmal die kurze Handlung, ne, das ist kein Spoiler, das kann man an jedem Trailer sehen, um was es da geht. Ja, Roman und Heiko, beides zusammen genannt die Lochis, kennt wahrscheinlich eh sowieso jeder von euch, gehen als erstes auf Tour, also das allererste Mal. Und das bekommen natürlich die Fame-Bitches mit und wollen natürlich auch den Fame abgreifen und sich irgendwie an die beiden ranmachen, ne? Die guten alten Weiber, die immer nur aufs Fame aus sind, Spaß. Und dann ist es halt so, dass es eben darauf hinausläuft, dass es da, wie gesagt, ein bisschen Krieg gibt zwischen den beiden. Die Show wissen die nicht, ob die starten können und so weiter und so fort. Und da muss ich echt sagen, es war einfach eine 0815-Idee bei diesem Film. Also es war keine besonders krasse Idee und boah, und das ist jetzt der Burner und das gab es noch nie im Kino zu sehen oder sonst irgendwo. Es war wirklich einfach, ja, was das betrifft, sehr lame, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde vom Film, weil ich habe ihn mir wirklich, und das sage ich wirklich, viel, 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 viel schlechter vorgestellt. Also ich dachte wirklich, der Film ist einfach viel, viel schlechter und bin deswegen aber auch mit einer sehr, sehr niedrigen Erwartung reingegangen. Und es haben mich teilweise auch diese Kamerafahrt und alles, das hat mich teilweise schon sehr, sehr überrascht, was da auf die Beine gestellt wurde von Konstantin Film. Und natürlich, wenn man das jetzt mit einem Star Wars vergleicht, das kann man einfach nicht vergleichen, denn meiner Meinung nach ist Bruder vor Luder kein ernstzunehmender Film, sondern ist für mich eher so ein Trash-Film, den man sich manchmal gibt. Also für die Leute, die nicht wissen, was Trash-Filme sind, Trash-Filme sind so Filme, die man einfach nicht ernst nehmen kann oder die schlecht, nicht schlecht produziert, aber die halt einfach nicht so, ne, toll sind, dass man jetzt sagen kann, das ist ein guter Film. Das ist eher halt so ein Trash-Film mit so einem eher ausgefallenen Humor und deswegen, ja, nehmt das auf keinen Fall, auf keinen Fall zu ernst, wenn ihr in dieses Kino geht. Und ja, also ich muss echt sagen, ich mag ja diesen teilweise dreckigen Humor, der auch sehr unter die Gürtellinie geht. Finde ich sehr, sehr cool. Ich mag das auch, wenn Beleidigungen fallen. Und deswegen fand ich den Film teilweise schon sehr zum Lachen. Also man muss schon sagen, dass für Leute, die so einen Humor wie ich haben, vielleicht auch noch ein bisschen Schwarzhumor oder so, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Film, aber natürlich nicht für alle gedacht. Also ich würde sagen,
bis 17 kann man sich diesen Film vielleicht noch geben. Kommt eben drauf an, wie dein Humor ist. Ich denke, wenn Simon diesen Film sehen würde, dann würde der auch lachen. Er hat ihn wahrscheinlich gesehen. Mal schauen, was er eben dazu sagt. Aber ich glaube, dass er dann da auch schon bei der einen oder anderen Stelle lachen muss. Und ja, also Leute, guckt euch den Film selber an. Ich kann euch nur sagen, lasst euch von keiner Kritik irgendwie davon abscheuen. Ich habe mir selber Kritiken angeguckt und muss sagen, dass sie teilweise, finde ich, schon sehr, sehr oberflächlich an das Ganze herangegangen sind. Also die haben jetzt nicht gesagt, bla bla bla, bla bla bla, das ist schlecht, aber Filmkritiker kritisieren Filme sowieso, die nicht mega gut sind. Und deswegen sehe ich gerade hier die meisten Punkte. Das finde ich natürlich echt schön. Das freut mich natürlich sehr, so ein Steinschwert. Und dann können wir uns sogar noch Level leisten, Leute. 10 Stück und dann holen wir uns noch ganz viele Herzen. Naja, 3 Stück. Sind jetzt auch nicht sonderlich viel, aber naja, was soll's. Wir leben einfach mal damit. Und ja, so, wir verzaubern jetzt noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da verzaubern muss, damit ich da zum Beispiel Schärfe 2 bekomme. Ich weiß es echt nicht. Habe ich jetzt Schärfe 2? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie man verzaubern muss, Leute, damit man Schärfe 2 bekommt. Ich bin da echt nicht so der Profi da drin, ne? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ihr könnt mir es ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich dann irgendwann mal ein Profi da drin, aber ich denke mal erstmal nicht so. Die Sachen ziehe ich alle gleich an. Ich glaube persönlich ja. Warte mal. Oh, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Wenn man jetzt auf Stufe 2 geht, dann könnte man das noch machen. Aber das geht ja nicht mehr, ne? So, gut. Dann rüste ich mich mal ganz schnell aus hier. Wir haben Bann und Schärfe. Ja, Bann hilft uns jetzt quasi gar nichts, aber so, die Bonusherzen hat er jetzt mal wieder weg. Ich denke, den sollten wir bekommen. Wenn der jetzt nicht unbedingt ein Schärfe 2 Schwert hat. Und wir dem mehr Damage machen. Oh, er trinkt einen Heiltrank. Das ist natürlich für uns kein guter Start. Und wir haben ihn trotzdem. Nice. So, ich snack mir jetzt gleich mal den Goldapfel rein. Und der hatte, so wie es aussieht, einfach nur ein Schärfeschwert. Okay. Er hat noch ein Heilung 2 Getränk. Oh, finde ich nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall einsetzen und nicht meine Herzen doch die raggen. Okay, gut. Hatte gerade so ein bisschen Angst, dass die Herzen nicht mehr raggen. Die Team hoffentlich nicht. Finde ich sehr gut. Der wollte mich angeln und hat auch versehen jetzt den anderen geangelt. Finde ich nicht sehr geil. Kann es sein, dass die sich irgendwie gegenseitig sehr stark ignorieren? Ich glaube aber, dass Teaming verboten ist, ja? Okay, Leute. Jetzt haben wir hier wieder so ein Kack-Teamer-Paar, was ich nicht sonderlich feier. Ne, ich mag das nicht so, wenn die gegenseitig irgendwie hier dumm rumteamen. Aber ich möchte mir zuerst den holen. So, jetzt bin ich nämlich wieder ein bisschen geheilt hier. Und jetzt hole ich mir den da. Aber ich werde das Team jetzt zerlegen, Leute. Ist mir kackegal, juckt mich nicht. So, den haben wir auch. Jetzt gehen wir weg, trinken den Trank. Und jetzt holen wir uns den noch. Mal schauen, Leute, wie das ausgehen wird. Er hat auf jeden Fall ein Eisenschwert. Aber wir haben, glaube ich, ein besseres verzaubertes Schwert an sich. Oh Gott. Leute, und ich glaube, er ist tot. Nice. Gut, Leute, den haben wir jetzt aber auch noch bekommen. War ziemlich ein spannendes Duell jetzt. Da liegt noch ein Goldapfel. Den hole ich mir lieber mal. So, ich hau mal ab hier. Weil, ich meine, der hat zwar schlechteres Equipment, aber trotzdem, man weiß ja nie. So, komm mal her hier. Diese Angel, die macht teilweise echt einen Nachteil für die, weil man ist oft hinter denen. Und dann kennen die sich so gar nicht mehr aus. Aber der ist echt ein bisschen verwirrt hier gerade. Komm her. Ey, komm zu mir. So, und wir haben die Runde gewonnen. GG, slash Nick. Ja, war eine schöne Runde. Und ich würde einfach mal sagen, wenn ihr mehr Get Down wollt, dann lasst einfach mal ein Däumelein nach oben da. War eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr schöne Runde. Und war jetzt nochmal ziemlich spannend am Ende. Also wie gesagt, Leute, ihr könnt euch den Film gerne anschauen. Einfach keine zu großen Erwartungen haben. Und dann werdet ihr auch nicht vom Film enttäuscht. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, Leute, macht's gut, haut rein, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und ciao.